Was kosten PPC-Anzeigen auf Amazon? Eine unglaublich wichtige und relevante Frage. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie diese Kosten zustande kommen, beziehungsweise wie du langfristig aber auch diese Kosten reduzieren kannst. Denn eine Sache, die man natürlich nicht pauschalisieren kann, ist, PPC kostet 5 Euro. Ja, das kommt natürlich mal darauf an, auf den Scale, wie viel du sozusagen machst, wie viel Werbung du schaltest auf der einen Seite, aber auch natürlich wie effizient, und das ist das Interessante, und gute Werbung schaltest. So kannst du beispielsweise aus einem Euro 10 Euro machen oder aus einem Euro 10 Cent. Und genau damit du das verstehst, was dafür verantwortlich ist, weil es extrem wichtig ist, auch später um PPC-Anzeigen zu optimieren, mache ich dieses Video hier. Du bezahlst an Amazon für jeden Klick. Deswegen heißt es PPC. Du bezahlst immer, wenn jemand auf dein Produkt draufklickt. Aus Amazons Sicht sind diese PPC-Anzeigen natürlich extrem lukrativ. Die verdienen damit extrem viel Geld. Also sie haben die Plattform und dieser Geldbetrag, den du bezahlst, der geht an Amazon. Und Amazon hat natürlich ein Interesse daran, dass sie damit möglichst viel Geld verdienen. Das ist, denke ich, klar. Und deswegen ist auch schon eine Sache grundlegend falsch, und zwar eine Annahme, dass jeder Klick das Gleiche kostet oder dass der Klick irgendetwas damit zu tun hätte, wie viel du für den Klick bietest. Denn das ist das Erste, was wichtig ist. Du bietest für einen Klick. Man nennt das Ganze Bid, ja? Also auf Englisch bieten, Bid. Und zum Beispiel ist dieses Gebot bei dir 1 Euro. Du bietest für einen Klick maximal 1 Euro. Das kannst du so im Amazon Seller Central festlegen. So, jetzt gibt es aber außer dir noch einen zweiten. Ja, natürlich gibt es noch insgesamt mehrere, aber um an dem Beispiel das jetzt zu erklären, machen wir mal noch einen zweiten dazu. Sagen wir mal, Bit A ist 1 Euro und einer deiner Konkurrenten ist Bit B und der bietet 2 Euro. Wem zeigt Amazon jetzt an, beziehungsweise wem möchte Amazon lieber einen Klick verkaufen? Das hat nichts mit den Bits zu tun. Zumindest in erster Linie nicht. Amazon entscheidet nämlich nicht daran, wer mehr bietet, sondern womit sie mehr verdienen können. Und nur weil er 2 Euro bietet, bedeutet es nicht, dass Amazon mehr verdienen kann. Weil es ja sein kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde hier drauf klickt, bei 10% liegt und dass er hier drauf liegt bei 50%. Das heißt, auf 10 Leute, denen sie diese Anzeige anspielen, 50% sind 5 Leute, die klicken. Das heißt, Amazon kann 5-mal Geld abrechnen und hierbei bei 10 können sie nur 1-mal Geld abrechnen. Ja, macht, denke ich, Sinn. Das bedeutet, in diesem Fall wäre es für Amazon viel interessanter, das hier anzuklicken, vor allem weil ja an der Stelle hier auch viel wahrscheinlich ein Kauf entsteht, weil 5-mal jemand auf ein Produktlisting landet. Das bedeutet, obwohl hier dieses Gebot, was viele immer denken, dass es so unglaublich relevant dafür ist, wo man am Ende mit seinen Kosten steht, bei 2 Euro liegt, kann es sein, dass Amazon den hier gar nicht anzeigt, sondern nur den, weil Amazon will, dass er die Klicks bekommt. Und jetzt ist das Interessante. Wenn jetzt jemand klickt, bedeutet das nicht automatisch, dass der 1 Euro dafür bezahlen muss. Sondern Amazon hat für jede Nische, das ist bei jedem Keyword, jedem Produkt, das ist ein Algorithmus natürlich, da sitzt kein Mensch hinter, hat Amazon eine bestimmte Art an durchschnittlichen Kennwert. Ja, das könnten zum Beispiel 35 Cent sein, 40 Cent sein. Wichtiger ist der Betrag nicht selbst, sondern wie sich dieser Betrag ergibt. Der ergibt sich aus der Konkurrenz, also der Anzahl an Leuten, die dafür bieten, plus wie diese Leute in der Regel dazu performt haben. Also wie hoch sind sozusagen die Klickraten. Ja, das ist ein wichtiger Begriff, Klickrate. Ich schreibe es hier auch mal auf. Im Fachsprachlichen heißt das CTR, das ist die Click-Through-Rate. Also wie viel Prozent der Leute, die sehen, klicken darauf. In dem Fall 50%, in dem Fall 10%. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Und als Beispiel an dieser Stelle hier könnte es sein, dass Amazon sagt, okay, dieser Mittelwert, der liegt jetzt zum Beispiel bei 40 Cent. Das ergibt sich aus der Anzahl der Gebote und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir pro Klick verdienen möchten. 40 Cent oder pro Anzeige. Und jetzt wird es richtig interessant. Bleib kurz bei mir. Ich möchte dich nochmal mit ins Boot holen an der Stelle. Weil es ein bisschen komplexer ist. Bitte nehme ich nicht blöd, wenn ich jetzt hier so blöd mit meinen Händen rumfuchte. Das ist wichtig. Es heißt PPC. Ja? Pay per Click. Aus Sicht des Verkäufers. Aus Sicht von Amazon ist es ja aber so, dass immer wenn Amazon dich anzeigt und niemand klickt, verdient Amazon nichts.
Das ist blöd für Amazon. Deswegen wird dieser Gebotspreis, beziehungsweise den Preis, den du tatsächlich bezahlst, je seltener jemand auf deinen Artikel draufklickt, höher. Bedeutet also, jetzt pass auf, bedeutet also, dass wenn von 10 Leuten, die das sehen, einer klickt hier drauf, dann verlangt Amazon beispielsweise 2 Euro dafür. Ja, das ist das maximale Gebot, 2 Euro. Wenn hier bei ihm nicht nur einer, sondern 5 Leute draufklicken, dann verlangt Amazon 40 Cent. Denn sie wurden beide 10-mal angezeigt. Nur, dass er 5 Leute draufgeholt hat, deswegen muss er nur 40 Cent pro Klick bezahlen. Das heißt letztendlich, und das ist eine wirklich wertvolle Erkenntnis, heißt das Ganze PPI, Pay Per Impression. Impression bedeutet Sichtbarkeit. Das ist ein unglaublicher, das ist unglaublich wertvoll. Wenn du das anwendest natürlich nur, wenn du es jetzt anguckst, dann ist das nicht mal 5 Cent wert. Ne? Aber wenn du das verstehst und umsetzt, das bedeutet, am Ende des Tages ist dein Ziel, nicht dein Gebot möglichst hoch oder dein Gebot möglichst tief zu haben, sondern um die PPC-Kosten möglichst gering zu halten, die du pro Klick bezahlst, eine möglichst hohe Click-Through-Rate zu haben. Die wiederum ist gar nicht zu 100% von PPC abhängig. Du kannst zwar bestimmen, und das ist das, womit, wovon das abhängt, natürlich auf der einen Seite durch PPC, und zwar dein Targeting, das heißt, wo lässt du deine Anzeige ausspielen. Jetzt natürlich, sagen wir mal, du verkaufst ein Zelt und du lässt das Ganze bei Schuhregal ausspielen, dann wird das hier wahrscheinlich bei 0% liegen, weil kein Mensch, der nach Schuhregal sucht, braucht gar kein Zelt, um es jetzt mal extrem darzustellen. Das bedeutet, es ist für dich sehr, sehr wichtig, dass du wirklich die Leute targetierst, die potenziell sehr wahrscheinlich dein Produkt kaufen und sich dafür auch interessieren werden. Auf der anderen Seite ist aber der Faktor, der letztendlich dafür verantwortlich ist, wie viel du tatsächlich für einen Klick bezahlst, wie wir gerade schon gelernt haben, nicht das Gebot, sondern das Targeting im Zusammenspiel mit deinem Hauptbild, deinem Titel, deinem Preis, deinem Produkt selbst. Also etwas, was gar nicht direkt mit PPC zusammenhängt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Denn der Kunde entscheidet sich, ob er da draufklickt, nicht darauf, ob da ein Sponsor drunter steht oder so, sondern wie dein Produkt bei ihm rüberkommt, was das für einen Eindruck macht. Der Kunde sieht das alles nicht. Der sieht nur dein Listing. Der sieht dein Hauptbild. Ja, das ist der wichtigste Punkt dabei. Der sieht deinen Preis, der sieht die Bewertung und so weiter und so fort. Und das ist für den Kunden extrem interessant, um darauf zu klicken. Und letztendlich für Amazon extrem interessant, wie viel sie dir hier von deinem Maximalgebot abziehen. Und dementsprechend für dich sehr, sehr interessant, wie viel du pro Verkauf bezahlen musst. Und deswegen ist das hier und das hier, sind die entscheidenden Punkte, um deine Klick, schreiben wir auch nochmal auf, deine Cost per Click, ja, es ist immer auf Englisch, ne, das sind diese englischen Fachbegriffe, Cost per Click, möglichst gering zu halten. Weil das spielt auch dafür spricht, dass du einen geringen Anteil an deinem Gesamtumsatz an Werbung bezahlst. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du einen Kunden für 1 Euro auf dein Listing holst oder für 40 Cent. Ne? Also, das ist extrem cool. Wenn man das versteht, dann geht einem ganz, ganz viel auf. Denn jetzt ist das Nächste, und das ist das Entscheidende, und auch das hat wieder kaum was mit PPC zu tun. Auch hier spielt das Targeting sicherlich wieder eine Rolle. Aber jetzt ist es natürlich dann interessant, ja, der hier hat zum Beispiel jetzt 5 Leute auf sein Listing gebracht und der hier hat mit den 10% noch einen. Von 10 insgesamt sind es hier 5. Oder sagen wir mal, es wären 100 insgesamt gewesen. Dann hätten wir hier 50 Leute auf dem Listing und hier hätten wir 10 auf dem Listing. Und jetzt ist natürlich aber wieder interessant, wie viel dich PPC tatsächlich am Ende des Tages kostet, wie viele von diesen 50 kaufen. Das bedeutet, was du auf deine Ausgaben, die du für Werbung bezahlst, dann auch wieder einnimmst. Und das nennt sich die Conversion Rate. So, jetzt haben wir hier ganz viele Cs. Ne? Conversion Rate bedeutet, wie gut konvertiert dein Produkt, wie viele Prozent von diesen 50 Leuten, die auf deinem Listing drauf sind, kaufen auch tatsächlich. Sagen wir mal, das sind 10%. Bei 10% von 50 wären das insgesamt hier 5 Verkäufe. So, sagen wir mal, du verkaufst jetzt dein Produkt für 50 Euro, ja, dann wären das 250 Euro Umsatz. Et voilà. So, 250 Euro Umsatz. Halt, wir machen hier ganz kurz weiter. Er verkauft seine Anrufe für den gleichen Preis. Er hat 10 Leute drauf. Hat aber eine Conversion Rate von, sagen wir einfach mal genau das gleiche, auch von 10%.
10%, ja. Das heißt, er macht einen Verkauf und macht 50 Euro Umsatz. Ausgegeben dafür haben wir, was haben wir gelernt? Pay-per-Impression. Wir hatten beide 100 Impressionen. Und 100 Impressionen dachte sich Amazon für, dass wir pro Impression wollen die gerne, was hatten wir gesagt, 50 Cent verdienen. Das bedeutet, gut, das ist etwas übergriffen, das ist unrealistisch. Sagen wir mal, Amazon würde für eine Impression 10 Cent haben wollen. Das bedeutet, das wäre 10 Euro gewesen. Das heißt, hier auf diese 50 Klicks, die er gesammelt hat, hätte er durchschnittlich pro Klick ungefähr 50 Cent bezahlt. Ja, das passt mit dem Gebot. Und er hier hätte auch seine 10 pro Klick 1 Euro bezahlen müssen. Das heißt, am Ende des Tages haben sie beide... Ne, jetzt bin ich gerade falsch, oder? Jetzt bin ich gerade falsch. 100 Impressionen, 50 Cent pro Dings. Beide bezahlen sozusagen 50 Euro am Ende des Tages. Ne? Beide bezahlen 50 Euro. Ne, wir haben 10 Cent gesagt. Ach du Scheiße, jetzt tut's mir leid. Also, 100 Leute, wir bezahlen 10 Euro jeweils. Er bezahlt 50 Cent und er bezahlt 1 Euro. Ich war am Anfang doch richtig. Sorry, das ganze Wuselrum ist egal. Das bedeutet aber hier auf der Seite, er hat eben aus 10 Euro 50 gemacht und er hat aus 10 Euro 250 gemacht. Und das letztendlich beschreibt auf Kampagnenebene oder auf PPC-Ebene die Effizienz deiner Anzeigen. Denn es bedeutet letztendlich hier, du hast in dem Fall 20% von deinem Umsatz, 10 von 50, waren Werbeausgaben. Und bei ihm war das natürlich deutlich weniger. Einfach aus dem Grund, dass deine CTR größer war. Oder es hätte natürlich auch sein können, dass deine Conversion doppelt so hoch ist. Ja? Also diese beiden Punkte hier, die sind entscheidend und auf PPC-Ebene das Targeting. Aber was du siehst und lernen solltest hier draus, ist, dass die Kosten deiner Anzeigen vor allem mit einem zusammenhängen. Und zwar deinem Listing und deinem Produkt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also wenn PPC nicht läuft, dann liegt es selten an PPC selbst, sondern meistens entweder an deinem Produkt, der Positionierung, deinem Preis. Wenn du schlechte Bewertungen hast in den Bewertungen, es liegt niemals an der Anzahl der Bewertungen. Und hier, Bilder, Texte, Verkaufspsychologie, ja, nein, das sind die Gründe dafür. Und jetzt kommt das aller krasseste. Das ist ja schon sehr, sehr effizient. Ja, aus 10 Euro, 250 Euro zu machen, machen wir mal gerne mit. Ne? Das Krasse ist jetzt, das nennt sich ACOS. Dieses 20%, das nennt sich ACOS. Ja, jetzt wird es hier unten, ich glaube, man kann das alles schon gar nicht mehr sehen. Alles schon gar nicht mehr sehen. Ich kann es mal so sagen. Ja gut, ist jetzt nicht so wichtig. Also, nur, dass du einmal siehst, wie man schreibt, ACOS. Das bedeutet Average Cost of Sale. 20% sind das. Ja, das kannst du in Prozent, kannst du natürlich auch absoluten Angaben angeben. Das heißt, hier wird der Average Cost in absoluten Zahlen mit 10 Euro pro Verkauf. Wir haben einen Verkauf aus 10 Euro gemacht oder eben 20%. Da wir aber im letzten Video hier auf dem Kanal gelernt haben, was ist denn das grundsätzliche Ziel oder warum schalten wir überhaupt PPC, ist es, dass uns dieser Verkauf hier in unserem organischen Ranking hilft, aufzusteigen und somit mehr Sichtbarkeit auch organisch zu generieren und dadurch organische Verkäufe zu machen. Das bedeutet, hier steht erstmal, wir haben aus 10 Euro 250 Umsatz gemacht, aber vielleicht haben wir dadurch an Ranking und Sichtbarkeit auf organische Art und Weise gewonnen und nochmal 5 Verkäufe gemacht. Das würde bedeuten, wir hätten eigentlich durch diese 10 Euro schon insgesamt 500 Euro gemacht. Und da ist der Punkt, warum es so wichtig ist, dass man PPC versteht und richtig gut macht. Denn er hat dadurch, dass er nur einen Verkauf gemacht hat, viel weniger an organischer Sichtbarkeit gewonnen und vielleicht gar keinen Verkauf dadurch gemacht. Oder er musste nochmal 10 Euro ausgeben und hat aus 20 Euro dann erst den ersten organischen Verkauf draus gemacht. Das heißt, er wächst viel, viel, viel langsamer, als er das tun kann, einfach weil er Conversion hat, Click-Through-Rate hat und das richtige Targeting hat. Die Gebote hier oben, die müssen nur auf dem richtigen Nenner liegen. Ja, ob der jetzt hier 2 Euro hat oder 3 Euro oder was auch immer, das ist egal für ihn in dem Moment, weil er muss sowieso nur 50 Cent bezahlen. Und diese Erkenntnis hinter diesem gesamten Konstrukt ist unglaublich und unfassbar wichtig. Und am Ende des Tages ist das, was hier steht, diese Zahl hier, wie viele organische Verkäufe du dank PPC machen konntest,
der entscheidende Faktor für deinen Erfolg auf Amazon. So, wir haben was in diesem Video gemacht. Ein Whiteboard, völlig unübersichtlich vollgetextet. Ich hoffe trotzdem, dass du verstanden hast, wie diese Kostenstruktur bei Amazon läuft, worauf du achten musst und wie du, wenn du jetzt zum Beispiel schon PPC schaltest, deine Kosten reduzierst. Nämlich nicht, indem du hier bei den Geboten die ganze Zeit rumschaust. Das ist nämlich das, was immer 99% der Leute machen, was dich absolut nicht voranbringt, sondern du musst hier dran arbeiten, du musst deine Klicks verbessern und wenn du siehst, hey, vielleicht ist dein Targeting auch scheiße, dann musst du dein Targeting verbessern. Es liegt seltenerweise hier dran. Meistens liegt es daran an deiner Conversion und natürlich als Fundament an deinem Produkt selbst. Ja? Du musst bei allen Sachen, das ist das Geile an FBA, es gibt kein Geschäftsmodell, wo du mehr Geld verdienen kannst, vor allen Dingen nicht in der Skalierung. Ja? Egal, ob du T-Shirts verkaufst, Bücher verkaufst, damit kann man Geld verdienen. Aber hiermit kannst du richtig Kohle machen. Aber du musst auf der anderen Seite auch immer sehen, da gehört auch was dazu. Du musst das lernen. Und aus Respekt, dass du dieses Video, diesen Zahlenwirrwarr bis zum Ende angeschaut hast, ja, das zeigt mir, dass du hundertprozentig Bock hast auf dieses Geschäftsmodell und wirklich dir wünschst, was in deinem Leben zu verändern, wirklich wünschst, ein geiles Unternehmen aufzubauen und da wirklich auch die Energie bereit bist, reinzustecken. Habe ich für dich ein exklusives Video, was ich dir in der Videobeschreibung verlinke. Das ist auf meiner Website, das ist kein Verkaufsvideo. Sondern es gibt ja einen einmaligen Mehrwert und Value, den ich so auf YouTube nicht zeige. Du musst auch keine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas eingeben, sondern das hast du dir einfach verdient dafür, dass du dieses Video bis ganz zum Ende geschaut hast. Also geh jetzt unten in die Videobeschreibung, schau dir das Ganze an, lass mich wissen, ansonsten auch gerne in den Kommentaren, wie du das Video fandest, ob du noch Fragen dazu hast und dann sehen wir uns demnächst wieder, allerspätestens auf meiner Website gleich. Bis dahin, hau rein und ciao!